Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark mit Miri und Katze. Hallo! Eurio! Ich bin Balui! Und wir haben einen gigakrassen Giga gefunden. Wen wir jetzt fangen wollen. Das Problem dafür braucht man sehr viel Beton, nee, Zement und Eisen und alles. Und alles ist sehr viel. Und das ist unser Problem. Wir müssen es erstmal finden. Und kriegen. Und brauchen Biberbauten im Prinzip. Und überhaupt. Also auf jeden Fall viel Zeugs. Und das ist halt jetzt die Aufgabe, der wir uns widmen. Mehr oder weniger. Eine Menge Stuff. Und Katze, mal sammelt auf jeden Fall im Moment Kreatin, glaube ich. Ich bin schon wieder zurück in der Base. Achso. Wie viel hast du denn gekriegt? Ungefähr 2-3? Mal 6000. Okay. Hm. 140 Polymer. Wie viel Polymer brauchen wir? Ja, Polymer brauchen wir insgesamt 140 mal 4. Sind 560. Okay. Das bedeutet 412 müssen wir noch craften. Fehlt noch Zement. Es wird schon wieder Nacht. Es wird schon wieder Nacht. Da sieht man wieder nichts. Habe ich mir so gedacht. Für einige Sekunden. Ja. Zum Glück haben wir das ja verändert. Wo ist mein Dino hin? Es gäbe komplette Folgen damit. Wo ist mein Dino hin? Warum wird nicht Tag? Schneller! Ich sehe nichts. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist untergegangen. Ist ein schönes Lied, wenn man das so schnell singt, weil Tag auf, Tag runter. So, wo ist er hin? Ist doch nicht dein Ernst, ey, Spiel. Da, da hinten ist er hingeflogen. Gibt's gar nicht. Wo darf ich mein Keratin ablegen? Haha! Katze? Wo du das hinlegen darfst. Ja. Wer hat denn jetzt gerade einfach nochmal gecraftet hier? Ich habe nicht gecraftet, sondern. Ich glaube, ich bin noch einen Knopf gekommen. Jo. 108 muss ich noch craften. Dein Keratin in die Alchemie-Bench. Also in den großen Alchemie-Table. Am besten. Das wäre ein super Ort. Das ist Chemielabortisch. Ja, genau. Das ist der Welches Level hast du eigentlich? Ich hole uns jetzt einen Panzer. Habe ich mir überlegt. Panzer? Ja, Panzer. Ein Panzer. Du willst jetzt aber nicht einen Bronto zählen, oder? Ein Defense-Panzer. Das Einzige, was da funktionieren könnte gegen einen Giga, wäre Titano. Wer? Ein Titano. Was ist jetzt wieder ein Titano? Das sind die ganz großen. Ach, Balui. Ich hab euch doch mal alle gezeigt, what the hell? Ja. Aber die bringen sich selber um, wenn sie gezähmt sind. Ja. Na gut. Die sind das, okay. Agi, hat du gut gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Oh, what? Die
diese Berechnung der Damage-Dinger, die funktioniert auch überhaupt gar nicht. Warum? Ah, jetzt. Weil ich nicht treffe. Und da kann ich definitiv nichts für. Das stimmt, ja. Warte, was? Okay, der Bronto zu zähmen ist ja unmöglich. Was nennt Bronto zu zähmen? Ja. Warum? Weil ich da Essen reingelegt habe und der hat 0,8% gekriegt. Ja, was für Essen hast du reingelegt? Kibbel halt. Ja, du musst das richtige Kibbel reinlegen. Ja, aber... Das falsche Kibbel macht weniger. Ja, aber nur 0,8%? Ja, selbst wenn, what the hell? Er schmeißt halt einfach das falsche in Kibbel rein. Das ist doch egal, Futter ist Futter. Nein, eben nicht. Das ist genau das Gegenteilige von dem, was man erreichen möchte, wenn du das falsche reinwirfst. So schlimm? Ja. Es ist wirklich mehr schädlich, als hilfreich, dem das falsche zu geben. Einfach wieder in dieses Drecksloch gefallen. Dein Ernst? Ist das überhaupt möglich? Ich weiß es nicht. Mach, das ist kaputt, dass es nie wieder geht. Das ist ein Miri-Exclusive. Das ist Miri-Trap. Ja. Ich habe es jetzt kaputt gemacht, da fällt keiner mehr rein. Extinct. Okay. Was braucht denn der Bronto für ein Kibbel? Muss ich nachgucken. Aber wenn du jetzt schon das Falsche angewendet hast, kannst du es schon vergessen, theoretisch. Bringt jetzt auch nicht mehr viel. Es geht um die Geschwindigkeit des Zähmens. Moment. Woher weiß ich überhaupt, was es hier für Kibbelsachen gibt? Bronto braucht Exceptional Kibbel, also das Gelbe. Ja, aber wenn ich jetzt hier an diese Kibbel Crafting Station gehe, ja, wo sehe ich das denn dann? Unter hergestellte Nahrung, Pflanzen? Nee. Hergestellte Nahrung siehst du das Kibbel, aber was er braucht, findest du im Internet. Das ist wie mit Minecraft Crafting Rezepten. Ja, aber hier ist ja ganz viel Gelbes. Das ist ja mein Problem. Das ist ja irrelevant. Gelb. Deswegen sind sie doch kategorisiert. Alle Gelben gehen. Oder alle Blauen gehen. Oder alle Roten gehen. Je nachdem, was er braucht. Also ist einfach egal. Hauptsache Gelb. Ja, in dem Fall ist es komplett egal, solange Gelb. Ist das ein Blödsinn? Okay. Das wusste ich nicht. Bin mir fast sicher, wir hatten die Diskussion schon mal. Ja, nee, eben nicht. Sonst würde ich das ja nicht fragen. Ja, gut, vielleicht doch, aber ist egal. Bin halt schon alt. Könnt ihr mal darauf Rücksicht nehmen? Okay. Oh, okay. Hast du den Seniorenausweis? Ja, habe ich. Cool. Darf ich auch umsonst Bus mitfahren? Ja, cool. Ja, ne? Richtig nice. Herzlichen Glückwunsch. Bist ja nur neidisch. Alle beide. Ja, ich glaube auch. Muss ich nur wiederfinden. Oh, miet da. Gucken, ob das irgendwas bringt. Hier, bitteschön. Guten Appetit. Ja, zähmt sich ungefähr genauso langsam. Nee, bringt schon ein paar mehr Prozent, aber Alter, dauert das lange. Aber du musst ihn nicht weiter betäuben. Nee. Bronto ist da relativ handzahm. Es muss aber gut, wenn das hier noch länger dauert, kann ich in der Zwischenzeit noch den Sattel machen. Warum habe ich den nicht gleich gemacht? Ich bin ein bisschen doof manchmal. Aber du willst jetzt... Das ist mein Panzer! Okay. Ich zähle mir einen Panzer. Ich kann sowieso gerade nicht so sinnvoll anderes machen. Das Gute ist, dann finden wir immer den Höhleneingang, weil wir können eine rote Fahne oben an seinen Hals hängen. Und dann ist er wie ein Fahnenmast. Stimmt, das ist auf jeden Fall einfacher, als sich einfache Koordination zuzulegen. Das ist zu schwierig. Du kennst meinen Orientierungssinn. Ne? Bin halt auch schon alt und so.
Könnt ihr einfach mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. So, Bronto-Sattel. Oh, what? Der kann auch einen Plattformsattel haben. Ja. Braucht Zement. Kommt nicht in Frage. So. Bronto. Ein Stück. Herstellen. Jawohl, ja. Ich meine, mit einer Plattform wäre auch cool. Dann hätten wir nicht ein Floß, was wir durchs Wasser schicken, sondern ein Bronto. Ja, toll. So, fertig. Oh, das steht schon. Wie, bin ich schon fertig? Du hast nicht gesagt, dass du mittlerweile alles Plastik zusammen hast. Wie, ich habe das nicht gesagt. Ja, hast du nicht gesagt. Ich musste ja nur craften. Ja, aber du hast nicht gesagt, dass du schon alles hast dafür. Fiese Geschichte. Wir haben doch alles gefarmt letzte Folge. Ja, aber so schnell? Ja. Es hat trotzdem 15 Minuten gedauert, alles zu kriegen. Ja, traurig. 15 Minuten Lebenszeit verschwendet. Yes. Wo ist der Bronto? Nicht Bronto. Hier. Das richtige Viech da. Nein, der ist groß. Das ist mein kleiner süße Bronto. Hast du ein Problem mit meinem kleinen süßen Bronto? Wir nennen ihn Brutus. Drei Schüsse in den Kopf und das Problem wäre gelöst. Nein, der wird Brutus heißen. Auch du, mein Sohn Brutus. Der hat keine drei Schüsse in den Kopf gekriegt. Nee. Nein. Bei dem war es eher so Snitches get Stitches. Hey, da ist er. Ja. Süß. Süß. Seid ihr denn? Ich bin beim Giga. Ich bin bei Brutus. Brutus? Ja. Ich dachte, das ist ein Panzer. Warum heißt er dann nicht Panzer? Na, weil das Brutus mein Panzer ist. Ich hätte ihn ja Leonard oder so genannt. Warum? Wegen Leopardpanzer. Wo bist du? Aber vielleicht wollte ich keinen Leopardpanzer. Ja, pass auf, mein GPS sagt. Ach, oh je. 17,1, 83,4. Aber kannst du das nicht beschreiben auf der Ebene? Ich sehe das weiße Ding und ich sehe. Du siehst das, wenn du von Höhle zum Leuchtturm fliegst, liegt ein ganz großer Bronto. Mehr Richtung warum Küste. Sagst du das? Warum sagst du mir nicht? Ja, ich seh ihn, Blau Leo, scheiße. Da kalte ich gerade den Giga lang. Hau ab! Ich versuch's. Na, du kannst nicht Brutus töten lassen. Nein, nein. Ich töte den Giga. Er wandert halt wirklich. Wer hat ihn jetzt darüber gebracht? Nein, der Giga kommt halt echt. Ich erschieß die Katze. Hau ab mit dem Vogel. Ich hab ihn wirklich nicht darüber gebracht. Ich seh ihn, ja. Ich seh ihn. Ich bring dich um. Ohne Witz. Komm zu mir, komm. Das ist Brutus. Komm, kleiner Giga, komm. Dann kalte ihn halt einfach hier rüber. Du bist hackt. Kleiner Giga, komm. So klein ist der gar nicht. Brutus ist schon bei 70%. Ich bin stolz auf dich. Ja, es dauert halt leider. Ach, da ist der Giga. Ja, wenn du jetzt ein bisschen so Richtung Küste fliegst, kommst du zu mir. Miri, bist du hinter mir? Ja, warum? Mach das Tor hinter mir zu, bitte. Kann ich das, wenn ich auf dem Ding stehe? Das weiß ich nicht. Warte, er ist noch nicht drin. Jetzt ist er drin. Das Tor muss zu. Ist es so? Ja, er ist so. Oh, shit. Er ist drin. Dankeschön. So, Blauli, der Giga ist getrappt. Aber es muss Brutus beschützen. Da muss Miri bei Brutus bleiben. Ne? Jetzt mit Narkosemitteln draufschießen, ja. Also mit Narkose. Wenn ich Brutus jetzt allein lasse und er fertig ist, bleibt er dann auch hier, ja, ne? Ja, der bleibt da liegen. Hä, warum treffe ich ihn nicht? Ich komme. Boah. Ich habe voll Angst, dass das Vieh da einfach rausgeht, ne? Ich weiß gar nicht, wo ihr den Giga hingezogen habt. Das ist nicht so weit weg von dir. Ah, da! Oh. Oh, shit. Mach nicht das Tor kaputt, böser Giga. Nee, das geht nicht. Ich glaube, der kann kein Metall zerstören. Hallo, bin auch da. Habt ihr mich Hallo, vermisst? Hallo, Giga. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kriegt das Tor irgendwie Schaden? Nee. Nein, er hat keinen Schaden an den Toren anzurichten. Ah, guck mal, blöd. Danke, es reicht. Feuer, Giga. Hier drüben. Guck mal, gigantische Enttäuschung. Du hast bald einen großen Bruder, gegen den du ausgetauscht bist. Das ist zwar nicht nett von dir, aber ja. Nennen wir ihn dann. Bessere gigantische Enttäuschung. Es ist ja keine gigantische Enttäuschung. Ja, eben. Brutus 2.
Du verhungerst, okay. Das ist auch ein guter Tag. Guter Tag zu verhungern heute. Weiß nicht das Tor. Hilft sowieso nichts. Knabber das Tor. Piu piu. Der braucht bestimmt einiges, oder? Nein. Zum Vergleich zum Level 33er. Ah, fast gar nichts. Der Level 33er war nach 5 Schüssen schon am Schlafen. Der ganze Kopf voller Betäubungspfeile, das ist bestimmt gut. Wir machen dem einen roten Afro damit. Er zieht ihm die nachher raus. Ich glaube, der. Groß zu verdursten. Ja, dann geh ich mal was trinken. Ja, ja, also könntest du ja einen Wasserschlauch mitnehmen. Oder ein Wasserglas. Könntest du dich auch einfach mal zusammenreißen, wenn wir gerade was Wichtiges machen. Nö, ich verdurste. Ich gehe jetzt was. Ja, ja, geh ruhig, geh ruhig. Geh ruhig mal was trinken, während wir auf den Giga schießen. Mach ruhig. Ja, ja, ist schon okay. Lass uns ruhig alleine. Wir wissen aber bestimmt damit umzugehen, wenn er hier ausbricht, aus Versehen oder so. Wenn das Ding da ausbricht, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Der dann lauf. Ist weg. Dann lauf vor allem. Ich muss nur schneller sein als Baloo. Ja, was? Ja, das war ein Gag. Er geht vor allem. Hallo? Was macht ja. Rote Zora hier? Wer hat auch einen... Hä? Na, bist du süß. Oh. Gehst du hin? Komm her. Ja, der ist jetzt in Panik. Ich denke, der ist kurz vorm Exitus. Da kommt er wieder. Ich denke, du könntest wieder. Dich schlafen legen. Das sieht halt gar nicht so aus, als wenn er hier jede Sekunde ausbricht. Nee, nee. Nein, das ist gar nicht beängstigend. Nee, ist alles super. Er will halt weg, aber er kommt nicht. Könnt ihr jetzt mal bitte in meine Richtung? Was macht denn hier die rote Zora, Miri? Die folgt dir. Nur. Ja, aber die folgt dir. Lass sie mal nicht mehr folgen. Warum? Weil sie mich irritiert und nachher rennt sie ihm vor meine Flinte und dann habe ich einen Schuss verloren. Das macht sie nicht, auch sie. Ja. Ja. Jetzt. Jawoll. Jawollo, jawollo, jawollo. Und Leute, wir gucken jetzt mal nach schnell nach. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Gucken wir jetzt noch schnell nach meinem kleinen Panzer hier. Yay. Ob Brutus fertig ist. Ja, Brutus ist da. Juhu, Leute. Und damit, dass Brutus wieder da ist und wir den Giga gelegt haben, würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Guckt morgen bei dem Miri vorbei und bleibt schön feurig. Tschüss.